So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir sind immer noch beim Stamm, weil wir müssen uns hier noch umgucken. Und hier gibt's auch zwei legendäre Gegenstände zu finden. Du bist gekommen, um uns zu helfen, oder? Ganz darum genau. Lassen und dein sie dich ins Dorf, Dings, obwohl du kein Blaurock bist. Dein Schleier, der. Wir können da was sehen. Aha. Ich unterstütze die Inquisition. Es ist gut, dass sie hier sind. Viele unseres Volkes sind getötet worden. Die Piraten sind gierig, ohne Stolz. Ich will nicht, dass noch mehr sterben müssen. Vor allem nicht Koraka. Wer ist Koraka? Was ist das? Erstmal klauen. Ach, lass nur. Wer ist Koraka? Er ist ein Tufas und mein Mann. Ich warte schon seit Tagen auf seine Rückkehr. Er wollte die Piraten im Dschungel suchen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Gut, ich werde ihn für dich finden. Ich werde Koraka für dich finden. Tawonga Gucho, ich danke dir. Die Tiwas sollen dich schützen. Gut, wo ist er hingegangen? Wo ist Koraka denn hingegangen? Er ging zu den Gräbern der Hike, der aufgehenden Sonne entgegen. Alles klar. So, jetzt kriegen wir hier richtig viele Quests aufgetragen. Und richtig viele tote Hühnchen. Na, komm schon. So. Hui. Liegt hier irgendwas? Ein Goldklee. Gut, wer bist du? Komm ruhig näher. Jamila. Ich beiß dich schon nicht. Atme tief ein. Riecht das nicht wunderbar? Ah, oh, Giftgas. Selten so etwas Schönes gerochen. Danke für das Kompliment. Na, wenn du das so gern magst. Hier hast du eine Kostprobe meiner Kunst. Danke. German und was machst du gerade? Ich koche gerade ein sehr altes Rezept unseres Volkes. Es ist köstlich. Aber mir fehlt noch eine Kleinigkeit, um es zu vollenden. Du bist hier die Köchin. Was ist das? Was ist das für ein Rezept, das du zubereitest? Firutaopi. Wenn du es falsch zubereitest, ist es tödlich. Oh, super. Na, das klingt ja lecker. Wo ist nochmal der Proviant, den du mir gegeben hast? Wenn ich damit fertig bin. Leider fehlt mir die wichtigste Zutat, die Feuerschote. Du bist hier die Köchin? Du bist hier die Köchin? Ich bin die älteste der Sammlerinnen. Darum bereite ich nach den Rezepten der Hike das Essen zu. Gut, wo findet man Feuerschoten? Wo findet man Feuerschoten? Sie wachsen auf den Plateaus, brauchen viel Licht. Durch die Sonne entwickeln sie ihr feuriges Aroma. Am besten, du folgst dem Dschungel Richtung Nordosten. Dort befindet sich eine Anhöhe. Frag Esana nach den Schoten. Sie sammelt dort. Ja, dann bring ich kann sie dir die fehlende Zutat bringen. Das ist gut, Gucho. Denn es ist schwer zu finden. Ich habe Esana bereits suchen geschickt. Aber es ist zu gefährlich für sie, wenn sie zu weit weggeht. Rede mit ihr. Und sag ihr, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wenn du mir 4 Feuerschoten bringst, bekommst du etwas ab. Gut, dann bringen wir dir nur 3. Ich will nichts von diesem. Hast du dein Rezept früher schon einmal ausprobiert? Ja, aber das ist schon ziemlich lange her. Es ist vorzüglich. Es heißt, es habe magische Kräfte. Und? Hat es welche? Nein. Es brennt nur so sehr im Rachen, dass man kaum sprechen kann. Verstehe. Ah, das hätten wir dann Bones geben müssen. Hätten wir ihm nicht gesagt, dass er die Fresse halten soll. Gut, also das wäre der andere Lösungsweg gewesen. Datu? Tavaloa, Hoshi. Shikumaloche? Ja, genau. Oh, 90. So, Moment, dann rüsten wir kurz den Ring der Gier aus. Damit hätten wir Diebstahl 99. Und waschen einmal kurz durch. Na? Nein? Okay, warte, die 5. Ah. Alles klar. So eine schwere Truhe für so viel Müll? Ach, komm schon. Gut, er geht rückwärts. Tavaloa, Hoshi. Shikumaloche? Will ich schon mit dir reden? Seid ihr wichtig? Jäger. Gut, Mr. Häuptling, hi. Ich grüße dich, Häuptling. Ein weiterer Fremder in meinem Dorf? Deine Kleidung ist die eines Seefahrers.
sehr weiser Häuptling. Die Ruhe unseres Landes zu stören. Sehr weiser Häuptling. Ich stehe auf der guten Seite. Gute Seite, sagst du? Das Gute verlässt gerade unser Land. Gut. Oh, da muss ich weg. Mein Sohn ist gefallen. Der Spitzhut Garcia hat ihn mir genommen. Sag rasch, was du willst. Und dann lass mich wieder allein. Ich will dein... Kannst, mir Kannst du mir Voodoo beibringen? Nein, Gucho. Dein Weg ist nicht der Weg des Voodoo. Du hast einen starken Willen. Aber die Ahnen der Maracay werden dich nicht erwählen. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Verdammt. Ich bedauere Ich bedauere deinen Verlust. Deine Anteilnahme ehrt dich, Fremder. Doch für Trauer ist keine Zeit. Bummst du halt nochmal. Ich bin alt und schwach geworden. Das Böse sucht einen Weg in unser Land. Es braucht eigentlich noch eine starke aus. Hand, die es wieder ins Licht führt. Ich kann helfen, immer. Ich kann helfen. Du bist ein Gucho. Ich hab voll den Heldenkomplex, ey. Du kannst meinem Volk nicht helfen. Meine beiden besten Krieger, Salu und Hakeke, werden um das Recht kämpfen, meinen Platz einzunehmen. Das ist der einzige Weg, das Volk und sein Land zu retten. Na gut. Woher weißt du, dass dein Sohn tot ist? Woher weißt du, dass dein Sohn tot ist? Man brachte mir sein Symbol. Das Symbol des Chaka Halmax. Ein legendärer Gegenstand. Um was genau handelt es sich? Um den legendären Totenschädel der Maracay. Ah, interessant. Genau so etwas fehlt mir noch in meiner Sammlung. Nur der Halmak des Häuptlings hat das Recht, es zu tragen. Eiskalt. Das wird schwierig. Gut, wie wird der Kampf zwischen den beiden Kriegern aussehen? Es wird ein fairer Wettkampf ausgetragen. Ich werde ihnen drei Aufgaben stellen. So wird sich zeigen, wer das Recht erwirbt, neuer Häuptling der Maracay zu werden. Die Aufgaben? Wie lauten diese Aufgaben für den Wettkampf? Nur der Halmak, eines der Herausforderer, wird die Aufgaben von mir bekommen. Bist du der Halmak, eines meiner Krieger? Was genau? Nein, leider was genau noch nicht. Ist ein Halmak? Jeder Chaka oder Anwärter auf den Thron hat einen Fürsprecher. Wir lügen und mal lieber nicht den Häuptling an seiner Seite. Dies ist sein Halmak. Wir schon beklaut haben. Und nur diesem werde ich die drei Aufgaben offenbaren. Verstehe. Deiner war dein eigener Sohn. So ist es. Er war mein Chaka Halmak. Der Verlust ist unermesslich. Okay. Okay. Dann komme ich wieder, wenn ich ein Halmak bin. Dann wirst du einem anderen seinen Posten streitig machen müssen. Das ist okay. Ja, sieht ganz so aus. Wie du meinst, ich werde dich beobachten. Gut, werde Halmak der Maracay, auch wenn wir kein Voodoo können. Das ist anscheinend überbewertet. So, dann haben wir hier ein Goldklee. Und nochmal ein Goldklee. Oh, wie schön. Eine offene Truhe. Du bist der Nahkämpfer, oder? Na? Wo ist das? Verdammt. Moment, nochmal. Trank des Schützen. So, du bist der Nahkämpfer? Du bist ein Jäger, richtig? Chi, ich bin Kenan. Tufas der Maracay. Aber ich biete meine Sachen auch zum Tausch. Tavolele. In Ordnung. In Ordnung. Gut. Du kannst... Okay. Hat aber keine so coolen Sachen. Ohrring des Kriegers. Alter, unsere schwarze Perle hat Gold, kostet 2000. Wow. Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Oh no, Gucho. Das habe ich nicht. Aber Pandu jagt tiefer im Dschungel als ich. Er kann dir vielleicht mehr sagen. Wo ist Pandu? Er ging durch die Höhle im Dorf in den Südwesten. Das war aber schon vor Tagen. Alles klar. Nee, war dann der, den wir ausgeraubt haben, der Nahkämpfer? Der hier? Ah ja, das war... Okay, bevor ich mich aber hier mit der Heimark-Sache entscheide... Also wir haben jetzt richtig viele Quests, ne? Wow. Plus dann noch das da. Das sind schon ein paar. Plus zwei legendäre Gegenstände, die hier irgendwo sein sollen. Da kommt was zusammen. Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier weiter mit den Eingeborenen
noch rumschlagen, will ich erstmal ein bisschen mehr Action. Also bevor die ganze Heilmark-Sache beginnt und... Oh! Oh! Au! Ich wusste gar nicht, dass die Höhle bewohnt ist, wenn die hier so nah bei den Eingeborenen ist. So. Interessant. Was haben wir denn noch Schönes? Ein Bett. In einer Höhle, die von einem Dunkeldürrer einfach bewohnt wurde. Zwei Dunkeldürrern. Drei Dunkeldürrern. Laut. Ah, oh, werd leise. Ich rede einfach während der Kampfmusik nicht mehr. Das ist viel zu laut. So, Stufe 30. Fechtschwert. Nicht so das Geilste. Ha, zack, und... Oh yeah, die Musik braucht gar nicht lauter zu werden. Der Kampf ist schon zu Ende. Die Höhle geht nach links und rechts. Links sind Termiten. Oh, das ist ein Rundgang, oder? Soll das einen Rundgang darstellen? Liebe Termiten, antwortet mir doch. Die sagen mir überhaupt nichts. Ich glaube, die können nicht reden. Die Musik ist aber echt viel zu... Oh, nochmal eine Erzader. Die sieht man gar nicht. Ach du Scheiße. Zum Glück können wir lesen. So, nochmal Goldbrocken. Kleine Ratte. Ja, ein kleiner Rundgang. Gut, was verbirgt sich hier tiefer? Der Ausgang. Alles klar. Mit einer einfachen Truhe. Was sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier unten. Hi, bist du freundlich? Pandu. Oh, Gucho. Sheko Tufas Ono Mortau. Feuersäule? Weißer Mann kommt hierher, ohne anzugreifen. Du bist kein normaler Pirat. Scheiße, wir hätten ihn töten sollen. Na, ich tu, was ich kann. Ja, ich tu, was ich kann. Wo ist eigentlich Sheku? Patty? Was meinst du mit Sheku? Wieso tust du das, Gucho? Naja, ich schätze... Ich glaube, wir haben Patty verloren. Wieso sollte ich dir das überhaupt erzählen? Ha? Wer bist du eigentlich? Ich bin Pandu, Tufas der Marakai. Ich habe mich für die Jagd in den Dschungel zurückgezogen. Sobald ich Stärke und Weisheit erlangt habe, werde ich ein Tonka. Aha. Moment. So. Kennst du dich gut aus? Kennst du dich hier gut aus? Chi, Fremder. Ich habe viel Zeit im Dschungel verbracht. Wieso willst du ein Tonka werden? Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Gut, Feuerwand? Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Ich sah Firu unter der Erde. Ich folgte der untergehenden Sonne in das Tal, hier hinter dem Dorf. Es gibt dort einen Weg, der in den Berg führt. Eine Höhle von hier aus im Westen also. Chi, aber ich muss dich warnen. Dort unten lauern Spinnen. Sie sind gefährlich. Weißt, wenn du schon Deutsch verstehst, dann kannst du es uns auch auf Deutsch sagen. Du musst nicht deine komische Tiki-Taka-Tonka-Sprache verwenden. Gut, gehen wir einfach mal den Pfad hier erst lang. Und wir haben Patty wieder verloren. Oder sie ist wieder weggeflogen. Hat Zeug zu erledigen gehabt und so. Wahrscheinlich. Eine Blaukralle. Das war's. Ach, süß. Oh, Scharfblick. Nochmal. Einfach so auf dem Weg. Das finde ich nice. Gleich nochmal speichern. So, gibt es hier irgendwas Interessantes? Pokopilze, zwei Stück. Und Blaukrallen. Und nochmal Blaukrallen. Au. So, meins. 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 Und auch meins. Gehen wir erstmal hier hoch, weil hier hat's nicht viel. Hier ist die Sackgasse quasi. Das weiß ich.
Und ich glaube, hier gab es einen der beiden legendären Gegenstände zu kaufen. Schamanen gefunden. Ach, anscheinend hätten wir dich sogar suchen müssen. Okay, hi. Ich bediene mich mal, ne? Alles klar. Na? Okay, 2, 2. Shit. 2, 2, 1. So. Kette des Jägers. Gut. Reden wir noch kurz. Ein neues Gesicht. Hi. Bist du ein Hoshi, Fremder? Ganz genau. Willst du auch nur zerstören, wie die anderen Gutschos? Ich will euch unterstützen. Ich will euch unterstützen. Die Tivas werden dich strafen, wenn du mit gespaltener Zunge sprichst. Darum werde ich dich anhören. Hey, da ist auch ein Schrummkopf auf dem Altar da. Misstrauisch. Zwei Gutschos kommen zu den Marakai. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki, der Feind. Oh ja, yeah, wir sind der Feind. Sehe ich sie mir genau an. Vielleicht bin ich ja Vielleicht dieser Freund. Vielleicht bin ich ja dieser Freund. Das wird sich zeigen. Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer und vertreibt den Tod durch die Macht der Hike, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Ja, so macht man das übrigens. Ich habe da nackte vor dem Leichen Dorf gefunden. Habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Das ist mir ein Rätsel, Gucho. Es gab wohl Bambule zwischen Marakai und Piraten. Ja, wahrscheinlich. Bambule. Können wir den Schrumpfkopf da nehmen? Kenne ich mich nicht aus. Verdammt, ich dachte echt, hier gäbe es noch einen legendären. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Chaka der Marakai. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. Gut, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir dein Voodoo beibringen? Dein Voodoo ist schwach. Ich kann dir nichts zeigen. Okay. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter mit, weiß nicht, vielleicht gehen wir zum Deserteur, den haben wir ja schon kennengelernt. Oder auch nicht. Wird sich zeigen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.